Was geht ab, Leute? Habt ihr euch nicht auch schon mal gefragt, was ihr macht, wenn ihr unterwegs seid und ihr wollt mal zocken? Dann habe ich hier für euch die perfekte Lösung, und zwar das nagelneue Aorus Gaming Laptop, Leute. Könnt ihr ganz einfach anmachen, könnt ihr jetzt hier so direkt los Fortnite spielen gehen, Leute. Wir gehen jetzt hier rein in Teams und dann würde ich mal sagen, ab geht's. Mechanische Tastatur, 4K-Display, bis zu 300 Hertz, Leute, das ist doch geisteskrank. Aluminiumgehäuse, Freunde. Dieses Aluminium wurde extra so zusammengefräst, sehr stabil. Also könnte ich... Habt ihr gedacht, ne? Wenn ich jetzt hier zocken will, kann ich zocken. Bis zu 8 Stunden Akkulaufzeit, das ist doch geisteskrank. Leute, wir können hier auch ganz normal kochen, alles drum und dran. Das Ding hat nämlich ein richtig effektives Kühlsystem, dass wir wirklich 100% der CPU etc. abrufen können. Das ist der erste Laptop mit 8 Kernen, Leute. Intel i7 drin, geisteskrank. Natürlich, ihr seht hier auch alles wunderbar beleuchtet. Also falls ihr mal draußen im Wald spielen wollt und ihr findet die Tasten nicht, braucht ihr keine Sorgen machen. Alles hell, wunderbar, Leute. Gönnt euch. Erster Link unten in der Beschreibung. Das Aorus Laptop. Beste Gaming-Laptop der Welt. Abfahrt. Der Bürgermeister von Tilted Towers ist zurück, Freunde, und nächstes Jahr wird das Jahr werden für Fortnite. Es wird extrem krasse Änderungen geben. Fortnite wird nicht mehr das gleiche sein, wie es dieses Jahr ist, Freunde. Nämlich, Fortnite wird sich weiterentwickeln als eine komplette Plattform. Creative wird sich extrem ausbauen, es wird extrem krasse Gameplay-Veränderungen geben. Und ich sag euch, Freunde, 2021, das ist gerade mal hier der Anfang von Fortnite. Jetzt geht's richtig los. Wir werden uns in diesem Video kommende Änderungen in Fortnite angucken und exklusiv werde ich euch, Leute, die ersten beiden exotischen Waffen zeigen vom Gameplay her. Nämlich, es wird insgesamt 3 neue exotische Waffen geben. Und hierzu wurde bereits von 2 Dingern das Gameplay geleakt, Freunde. Also die Ereignisse sind sich hier wirklich am Überschlagen. Nämlich, es wird ja einmal die neue Freeze AR reinkommen als exotische Waffe. Dann wird es einmal die Run Gun SMG geben und eine Gnome Gun. Dazu... Wie diese Waffen funktionieren, wie man die spielt und was ihr alles beachten müsst, Leute, gibt es natürlich alles in diesem Video. Falls ihr noch auf dem Kanal seid, lasst jetzt kostenlos Abo da. Nicht vergessen, Leute, Neujahr hier 2021. Stani als Support Arc Creator eintragen, würde ich mich sehr drüber freuen. Kommen wir aber erstmal hier zu den ganzen NPC-Locations, Leute. Die NPC-Locations haben sich ja wieder ein bisschen geändert. Einige neue wurden hinzugefügt. Werde ich euch hier nochmal alle einblenden. Ihr könnt euch das Ganze so upscreenshotten. Dann seht ihr, wo die Locations von den Bossen sind. Und es hat auch einen Vorteil, nämlich es gibt ja aktuell gerade noch in der Winterzeit, die ungefähr bis zum 4. Januar laufen wird, gibt es ja ein bisschen Rabatz hier, dass die exotischen Waffen überall günstiger sind. Ich werde euch mal hier die aktuellen Preise einblenden. Aber ich sage euch ganz ehrlich, ich glaube, diese günstigen Preise wird Fortnite wirklich auch in Zukunft übernehmen. Weil, guck mal Leute, niemand hat sich davor die exotischen Waffen geholt, weil sie einfach viel zu teuer waren. Und jetzt, aktuell mit den günstigen Preisen, kann man sie endlich mal zocken. Also finde ich es gar nicht so schlecht. Der dachte auch, ich habe ihn nicht gesehen. Whoop! Check manchmal nicht, warum die Waffe nicht schießt. Ich habe eine lustige Idee, Freunde. Weil wir gerade von exotischen Waffen reden. Ich werde mir, glaube ich, die Boom Sniper holen. Ey, die Boom Sniper ist wirklich mit Abstand die beste Waffe überhaupt im Game. Ich habe noch mehr als genug Gold. Da müssen wir uns jetzt eigentlich nur nach Pleasant Park begeben. Und dann mit einem Flugzeug hinten auf die Insel fliegen. Und wir haben die Boom Sniper. Leute, wisst ihr was? Das werden wir jetzt machen. Ab in den Truck und ab geht's. Dann werde ich euch hier nochmal alle Winterfest-Belohnungen im Überblick einblenden. Ich empfehle euch wirklich, Leute, schaltet euch diese exklusiven Belohnungen frei. Wichtig, diese Belohnungen wird es nie wieder verfügbar geben in Fortnite. So war es zumindest mal bei den letzten Herausforderungen gewesen. Deswegen, Freunde, bis zum 4. Januar könnt ihr, glaube ich, euch alles freischalten. Solltet ihr machen, gibt einige sehr, sehr nette, kostenlose Items, die ich meiner Meinung nach mitnehmen würde. Dann im Januar wird es auch eine große Ankündigung geben. Und das wird alle Fortnite-Mobile-Leute betreffen. Es gibt übrigens, weil viele auch mal in den Kommentaren gefragt haben... Ah, komm, Bro! Ey, das ist ja rentnermäßig hier. Ah ja, die beiden nehmen wir noch mit. Hoppa!
einfach besser, Digga. Einfach besser. Ich hatte keine Metz gehabt. Hätte ich Metz gehabt, wäre gar nicht hier so ein Trouble gewesen. Ich wollte mir doch einfach nur die Boom-Sniper holen, dann machen die hier wirklich so viel Ärger. Ja, zum Thema Apple gibt's nichts Neues. Also der Streit zwischen Fortnite und Apple läuft immer noch. Also dahingehend an alle Apple-Nutzer. Es wird in Zukunft wahrscheinlich sich nichts daran ändern, dass man auf Apple bald wieder Fortnite spielen kann. Aber eine dicke Ankündigung wird es im Januar geben von GeForce und Fortnite. Da wird wahrscheinlich die Performance für die Handygeräte extrem verbessert werden. Es wird wahrscheinlich RTX irgendwas für Handygeräte verfügbar sein, für einige Android-Modelle, wo dann wirklich Handy jetzt Next-Gen werden wird. Keine Ahnung, Freunde. Also da wird es auf jeden Fall vielleicht sogar einen exklusiven neuen GeForce-Skin geben. Das ist eigentlich das Einzige, auf was ich warte. Der Rest ist jetzt nicht so interessant. Dann, meiner Meinung nach, der Hammer schlechthin, der in den Datenfiles gefunden worden ist. Und zwar eine neue Funktion, die schon länger geplant gewesen ist und wo auch schon sehr, sehr viele Leute auf Reddit das Ganze sich gewünscht haben. Und es dazu einige Konzepte gibt. Und zwar soll es in Zukunft einen extra Waffenslot geben in Battle Royale. Oh. Und dieser Waffenslot, den kann man upgraden. Also zum Beispiel, ihr seht doch hier diese Bosse, die überall rumstehen, ne? Ihr könnt zum Beispiel zu diesem Boss hingehen und ihr könnt auf eine Scar einen Schalldämpfer bauen. Dann habt ihr eine schallgedämpfte Scar. Oder ihr könnt zum Beispiel zu einem Boss hingehen und könnt euch auf eine Scar ein Zielfernrohr raufbauen oder irgendwie einen Griff, dass die etwas genauer ist. Also das Gleiche, was wir bereits schon aus Call of Duty etc. kennen, dass man quasi seine Waffen mit Zubehör upgraden kann. Und das finde ich eine richtig, richtig geile Sache, weil das dann einfach nochmal so seinen eigenen Playstil so ein bisschen verändert. Finde ich eine richtig coole Idee. Werden wir auch 2021 in Fortnite bekommen. Ist aktuell wahrscheinlich noch in der Beta. Müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Der denkt auch, der kann hier Ärger machen, oder was? Gutes Aim. Man kennt sich anders. Ey, das nervt so. Das ist, also, dass die Flugzeuge Sprit haben, der Sprit ist auch immer so schnell leer. Das ist eigentlich immer so, dass mich alles am meisten nervt. Dann wird es auch den neuen Llamatronic geben. Das ist ein neues Item, was wir bekommen werden. Und ich sag euch, dieses Llamatronic-Item hat es wirklich in sich. Oh, oh, oh. Einfach der Hübsche. Ich liebe diese Waffe. Ich finde auch, die ist so genau, ne? Man kann mit diesen Pömpelgranaten extrem gut schießen. Wo ist dein Kollege? Aha. Aha. Oh, ich habe ihn gehittet. Wo? 153 Meter. Mit 10er Damage ist er gestorben. Nicht mal mit der Dings-Hit. Nämlich der Llamatronic, Leute. Das wird ein Gerät für den Creative-Modus sein. Können wir hier noch raus? Ich würde gerne noch tanken, das Teil. Ja, können wir vergessen. Ey. Ich sag euch ehrlich, diese Flugzeuge, die nerven mich. Alle sind komplett immer leer und bringt gar nichts mehr. Dieser Llamatronic wird für den Creative-Modus sein und es handelt sich hierbei um ein Gerät, wo man Videos in Fortnite abspielen kann. Hoppa. Ah. Keine Muni mehr. Der Typ Maximalost ist das Einzige. Er dachte wahrscheinlich, er spielt hier den Hasensimulator und er muss die ganze Zeit rumspringen, um hier irgendwas zu gewinnen. Herzlichen Glückwunsch. Für nichts, aber danke für die Sniper-Munition. Die brauche ich nämlich. Und ich werde euch mal hier ein Video einblenden, wie das Ganze aussieht. Das Ding ist schon, dieser Llamatronic ist schon sehr, sehr lange in Datenfiles ready. Das Problem ist, Epic Games oder Fortnite hat einige Probleme, weil wahrscheinlich, also man kann eine Internetseite dort eingeben und dahinterlegen, wo dann ein Video abgespielt wird. Das Ding ist, Leute, ihr wisst, einige Seiten sollten wahrscheinlich nicht in Fortnite abgespielt werden. Und da denke ich mal, hat Fortnite noch ein paar Sachen getestet, dass halt dieses Feature irgendwie nicht missbraucht werden kann oder so. Und dass da irgendwelche komischen Sachen dann abgespielt werden in den Videos. Wird auch in Zukunft im Creative reinkommen. Dann wird es da noch zwei andere Items geben,
Aber die sind jetzt nicht sonderlich interessant, werde ich euch hier alles mal einbinden. Finde ich aber eine richtig geile Idee, wenn man dann einfach so YouTube-Videos in seiner eigenen Creative Island abspielen kann. Dann ganz wichtig, Leute. Und zwar die neuen Waffen. Es wird 3 exotische Waffen zu 100% in den nächsten Wochen geben. Sie werden von jeweils 9 Bossen verkauft und werden auch wieder für Gold verfügbar sein. Wahrscheinlich den üblichen Goldpreis von 1250. Und da wird es so sein, Leute, es wird einmal die Freeze AR geben. Die hatten wir uns in der Vergangenheit schon mal angeguckt. Aber jetzt ist bereits bekannt, wie diese Freeze AR auch funktionieren wird. Und zwar, wenn ihr auf jemanden schießt, bekommen die Gegner Eisklötze unter den Füßen. Also als würdet ihr quasi in so eine Eisfalle reingelaufen sein. Der weiß gar nicht, was abgeht. Da kann der Kollege... Oh, auch wieder getroffen. Da kann der Kollege auch nichts mehr machen. Dann zu der, Freeze AR gibt es leider noch kein Gameplay. Ist aber auch nicht schlimm, Leute. Ich denke mal, das kann sich jeder vorstellen. Wenn ihr da auf Gegner schießt, werden einfach die Füße vereist und man rutscht quasi rum. Finde ich eine richtig starke Waffe, wo es aber ein Video bereits gibt. Und zwar ist die Run Gun. Und zwar die Run Gun wird, also der erste Eindruck, eine sehr, sehr starke Waffe. Die es wirklich lohnt, auch sich mal zu gönnen. Nämlich, wenn ihr diese Waffe nimmt, werdet ihr automatisch schneller. Oh, das ist nicht so gut. Nämlich, ihr könnt, wenn ihr diese Waffe in der Hand haltet, habt ihr eine höhere Bewegungsgeschwindigkeit als die Gegner. Also ihr bewegt euch also nicht ganz so schnell wie eine Chili, ein bisschen langsamer. Aber das ist doch übertrieben geil, Leute. Überlegt mal, ihr habt eine Waffe und bewegt euch einfach damit schneller. Das ist schon meiner Meinung nach eine sehr, sehr geisteskranke Sache. Ich werde euch mal hier nebenbei das Gameplay einblenden, wie diese Waffe funktionieren wird und wie die aussehen wird. Nämlich, die ist auch schon länger in Datenfiles bekannt und man weiß, dass sie irgendwann reinkommen wird. Finde ich eine sehr, sehr geile Waffe. Das war es aber noch nicht gewesen. Und zwar, es gibt noch eine neue Gnome-Gun. Keine Ahnung, Leute, der Leaker hat dazu geschrieben, es könnte sich hierbei nur um eine Entwicklerwaffe handeln. Also, dass quasi diese Waffe gar nicht für normale Spieler verfügbar sein wird. Und dass es sich wirklich nur um eine Waffe handelt, die Entwickler quasi aus Spaß erstellt haben. Keine Ahnung. Und zwar mit dieser Waffe schießt man kleine Gnome bzw. Zwerge ab. Mehr Wanted geht nicht. Mehr Wanted geht nicht. Wo ist er? Eigentlich wollte ich Pickaxen. Aber lieber nicht zu viel Risiko. Das ist dann auch nicht der richtige Weg. Finde ich eine ziemlich lustige Waffe. Keine Ahnung, wie die jetzt in Fortnite funktionieren soll. Und ob sie dann im Endeffekt wirklich reinkommen wird. Das steht noch so ein bisschen in den Sternen. Könnte halt auch echt nur so eine Fun-Waffe für Entwickler sein. Könnt ihr mal eure Meinung unten in die Kommentare reinschreiben. Dann wird es auch die Slurp-Bazooka geben. Die ist ja auch bereits bekannt. Gibt es auch schon ein Bild dazu. Werde ich euch mal einblenden. Das ist übrigens ein Konzeptbild. Also das ist kein offizielles Bild. Deswegen keine Panik auf die Titanic, wie diese Slurp-Bazooka funktionieren wird. Ähnlich wie die Bandy-Gun, aber halt mit Schild. Ist, denke ich mal, selbsterklärend. Wird auch eine exotische Waffe sein, die von einem NPC verkauft wird. Lass mal nur kurz in die... Bro, was ist da? Ey! So eine Scheiße, wollte ich gar nicht platzieren, so. Ich liebe diese Waffe.
Die ist einfach zu mächtig. Ja, richtig. Ja, er wird noch irgendwo in der Zone sein. Er wird ordentlich Damage bekommen. Brauchen wir uns gar nicht für interessieren. Dann hatten wir uns gestern auch die Änderung angeguckt an dem Kolosseum. Und zu dem Kolosseum gibt es jetzt noch eine Änderung, die uns gestern noch gar nicht so bekannt wird. Und zwar, ich blende euch mal ein, wie das Kolosseum in Zukunft aussehen wird. Mit zwei Kriegsschiffen drin und Wasser wird im Kolosseum sein. Und das Lustige ist, diese Kriegsschiffe werden sich sogar bekriegen. Während der laufenden Runde werden die sich wirklich kämpfen, fighten, dass da quasi Action im Kolosseum drin ist. Finde ich eine richtig geile Sache. Bin ich gespannt. Wird mit dem nächsten Update kommen, mit dem Patch 15.20, den es vielleicht 15. Januar gibt. Gibt aber auch noch keine offiziellen Aussagen dazu. Guckt euch das bitte an. Das ist, die können gar nichts machen gegen diese Boom-Sniper. Und guck mal, es trifft auch gefühlt jeder Schuss, ne? Wenn ich mal mit der normalen Sniper so treffen würde wie mit der Boom-Sniper, dann wäre ich wahrscheinlich der beste Spieler der Welt. Ey, da geht einfach alles rein, ne? Da geht echt alles rein. Ich muss auch echt sagen, Leute, hätten die hier mehr Damage gemacht, also hätten die wirklich hier so 90 bis 100 Schaden gemacht pro Hit, das wäre zu stark gewesen. Das wäre safe zu stark gewesen. Die Leute wären durchgedreht, aber hätte ich auch gefühlt. Ist eine exotische Waffe. Überleg mal, 110, so eine Explosion dran an den Gegner. Boah. Oh, nicht ihr Idioten. Nicht ihr Idioten jetzt auch noch. Ey, guck dir das an. Ich bin zu doof, diese Bounce Pads zu platzieren. Ich glaube, No-Scope kannst du da mit nicht so gut. So, es war ein kurzer Respekt-Hit, Leute. Dass er auch noch weiß, dass wir da sind. Und jetzt können wir uns nämlich schön Schildtränke gönnen. Ich werde mich mal probieren, mit dem Letzten anzufreunden. Auf Ehrenbasis. Ich werde nett sein zum Letzten. Ich werde jetzt SU. Der letzte SU. Ich werde ihn zähmen, Leute. Ich werde ihn jetzt als Kumpel hinzufügen. Erstmal einen killen. Weil ich sage euch ganz ehrlich, beide da sind so mal zu mutig. Das können wir nicht riskieren. Einen ausschalten und dennoch freundlich machen. Oh, Double 60 Schaden gerade noch. Oh. Das war's. Oh, nochmal 60 Damage. Hallo, ich bin's. Freundlich, hallo. Nicht schießen. Ey. Ey, warum? Guck mal, er sieht doch, dass ich nichts mache. Warte mal, ich kann ihm so ein Zeichen geben. Guck mal hier. Ey, was ist er denn für ein 31er? Hör doch auf damit. Hallo. Ich bin's, SUs Bruder, Kapi. Ich bin ein Kumpel von SU. Du dürfst nichts mehr machen. Ich bin der Zema. Hallo. Guck mal, er sieht doch, dass ich nichts mache. Warum visiert er trotzdem, ey? Er hätte ja maximal... Oh, ich glaube, ist er auch freundlich geworden. Hallo? Irgendwie traue ich dir noch nicht so ganz, Leute. Ich sage euch ehrlich. Das ist mir irgendwie hier... Guckt euch diesen 31er an. Anstatt einfach nichts zu machen... Nee, also das check ich nicht. Das check ich Real Talk nicht. Bro, ich mach doch nichts. Ich bin doch freundlich. Was ist denn dein Problem? Ich spiel dir ein Lied. Aus dem Herzen. Aus dem Herzen. Aus dem Herzen. Ey, Fortnite, ja.
Leute, Stani als Support-Creator jetzt eintragen, jetzt abonnieren und ein Like da lassen. Danke für den Support.